Bam, Leute, und willkommen zurück zum absolut regelmäßigsten Format auf dem Planeten. Und wir sind hier, oh Gott, wie das laggt, wir sind in einer Stadt und in einem Pokémon Center. Und die Dame da erinnert mich auch, wurde in den Kommentar geschrieben, ist eher nichts für mich, also brauche ich nicht. Wir gucken am besten mal, in welcher Stadt wir sind. Dann bin ich auch wieder ein bisschen up to date. Es klingt nach Prismania. Und das ist es ja auch. Wir sind in Prismania City angekommen. Denn, stimmt, wir waren kürzlich, ja. Guter Witz. Wir waren kürzlich, natürlich in Lavandia. Und brauchten da das Sylph Scope. Und müssen demnach erstmal die Sylph Company finden. Und ich denke, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen Prismania City erkunden. Guck mal, da können wir doch schon mal den Spaltschnitt einsetzen. Und einfach mal alles niedermähen. Und dann gibt es hier bestimmt ganz tolle Items. Oder auch einfach gar nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich alles erkunden möchte. Weil es ist, glaube ich, kein Geheimnis, ja, dass das, wie schon erwähnt, das regelmäßigste Projekt auf ganz YouTube ist. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, demnach alles zu erkunden und noch weniger weiterzukommen. Deswegen glaube ich, werde ich das ein bisschen mich da zurückhalten, was das Erkunden angeht. Und nicht mehr in jedes Haus reinrennen, nicht mit jedem Typen labern. Mist, ich habe im Gamer-Paradies schon wieder verloren. Das Gamer-Paradies. da klingt was für mich. Das sind nicht mehr die Spieler, sondern das Gamer-Paradies. Das ist ja... Ja. Würde ich sagen, guter Einstieg wieder. Hi, was geht ab? Kannst du mir ein paar Münzen leihen? Hast nichts mehr zu tun, als hier deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier rumstehst, solltest du lieber die Arena von Prismania besuchen. Die Arenaleiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihrem Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Ich finde es übrigens richtig ekelhaft, dass das mit der Verzögerung immer noch so mega krass vorhanden ist. Es ist echt störend. Hier im Gamer-Paradies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gesellen. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Ja, das ist vielleicht einer von da hinten, ne? Hier, mein süßes kleines Stern, du schaut Leuten gerne beim Spiel zu. Oh ja, was für Spiele? Erläutern Sie bitte das genauer. In jedem Detail, bitte. Ich liebe dieses Spiel, weil immer mit einem Pummel in die Luft fliegt. Was? Also durch die, nicht in die Luft, durch die. Aber mich neben einfach abheben zu können, wäre doch viel cooler. Das stimmt. Aber ich habe plötzlich keinen Bock mehr mit dir zu reden. Was ist mit dir? Alter, diese Verzögerung, ey. Ey, was soll das werden? Das ist ein stinknormales Poster. Da ist rein gar nichts versteckt, wenn das klar ist. Mann, wie lange hat mein Kollege denn noch vor, in Lavandia rumzutrödeln? Wehe, wenn er zu spät zur Wachablösung kommt. Ja, genau. Wir müssen erst nach Lavandia, aber bevor wir nach Lavandia können, brauchen wir eben erst das Ding. Ne? Das Sylph Scope. So, ich will ja eigentlich gar nicht im Ding rumplempern, sondern ich will einfach nur ganz kurz gucken, was die Belohnungen sind. Ob das ähnlich ist wie beim letzten Mal. Ist das hier? Ach so, das ist... Okay. Das gleiche Gebäude, alles klar. Na, dann reden wir einfach mit dir. Und sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Es gehört sich einfach nicht, die Wände zu untersuchen. Krieg ich da Münzen oder was? Die Wände untersuchen. Warum soll ich die Wände und Wände untersuchen? Ein Stärkebonbon. Energiebonbon. Okay, das sind tatsächlich Sachen in den Wänden. Aber war da auch ein Poster oder so? Ne, da war nichts, ne? Also es gibt keine Indikatoren. Okay, passt schon.
Dann... Oh, warte, den Münzkorb gab es doch hier irgendwo noch. Den möchte ich vielleicht holen. Der war doch in so einem Haus hier, ne? Der war in einer Kneipe oder so, in einem Restaurant, glaube ich. Ein Typ, der alles verloren hat. Den wir jetzt auch noch abzocken werden. Ich glaube, das war da unten. Oder? Das sieht mir doch nach einer wohlhabenden Kneipe aus. Du da hinten, du bist es. Das weiß ich. Ihr habt zu viel mit dem Gamer Paradies gespielt und jetzt zittern meine Hände. Aber ich kann die Finger nicht davon lassen. Dieses Spiel macht einfach zu viel Spaß. Okay, dann wohl doch nicht. Na, da sieht ja lecker aus. Typisch japanisches Essen, glaube ich. Flüster. Wusstest du, dass es unter dem Gamer Paradies noch weitere Räume gibt? Ich habe gehört. Ne, habe ich gehört. Aber was hast du denn da für Schönes am Tisch da? Das ist ein bisschen gelb, ein bisschen rot, das ist doch wunderbar, das ist doch... Das kennt man doch als Anime. Ne? Wie heißt das nochmal? Ich weiß es nicht. Guck so viel und weiß trotzdem nichts. Jetzt habe ich eine Zeile übersprungen, aber muss ich im Einkaufszentrum immer für Medizin für sie kaufen. Ja, das kannst du machen. Was auch immer du da gerade gesagt hast. Magazine, toll. Kann ich nicht mal lesen. Gut, brauche ich demnach keinen Münzkorb? Weiß ich nicht. Was machst du eigentlich? Dich habe ich doch schon angelabert. So, hier haben wir eine nette Dame, die rumsteht und die Hauswand anguckt. Kann man machen. Hier waren du, Flor. Flor! Das kann Englisch, Alter. Ich verkaufe einige meiner handgemachten Pokémon-Accessoires oben im 5. Stock des Einkaufscenters. Schau ruhig mal vorbei. Vielleicht. Das ist Einkaufscenter, ne? Genau, ich wollte ja gucken. Ich wollte gucken. Erstmal Team kurz gucken. Wie sieht es eigentlich mit unserem Team aus? Das sieht gut aus. Wir brauchen ja noch einen Mondstein und ja, das war's, ne? Nur noch mal kurz in die Pokémon-Box gucken. Habe ich hier noch was, was ich mit einem Stein entwickeln muss? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay. Wir haben Aiden im Team, stimmt. Wollte ich das nicht sogar austauschen? Ich weiß nicht. Bin nicht mehr sicher. Oh, keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich wollte Aiden nicht austauschen. Okay. Aber ich glaube, Mondstein kann man hier gar nicht kaufen. Mondstein habe ich scheinbar im, wie heißt der denn? Mondberg verpasst. Offensichtlich, aber ich wüsste nicht, wo ich den verpasst habe. Das ist mir ein Rätsel. Aber wir gehen erstmal gucken, was die alle so anzubieten haben. Vielleicht ist ja was neu und gar nicht so, wie man es kennt. Ja, hier sind ja wahrscheinlich die normalen Supermarkt-Dudes hier, aber gucken trotzdem mal kurz rein. Und oh nö! Oh nö! Oh nö! Oh nö! Oh! Kaskade? Das wäre gut für ne? Für Gyarados? Ich guck mal, Hyperstrahl. Ha. Vielleicht ein Spukball für Kadabra? Okay, warte, ich guck erstmal beim anderen Dude noch vorbei. Komm, kann ich behilflich sein. Okay, du bist der normale Shop-Dude. Dir brauche ich nix. So verschwinde er. Ja, hier ist nix, okay. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ja, Jerry könnte tatsächlich eine Kaskade gebrauchen. Bricht. Prügelt sich gerne, wunderbar. Ich will eigentlich die andere Seite. Details, ja so. Ja. Sieht er was war auch ganz nice, aber ist natürlich besser, wenn du deinen Angriff nutzt. Ja. Das wäre eigentlich ganz geil. Dann was haben wir noch? Spukball hätten wir für Aiden. Kann Dirty Doris, kann das Spukball? Ist möglich. Weiß ich gerade nicht. Was hast du denn für Attacken drauf überhaupt? Bericht? Das ist, glaube ich, ein Donnerblitz, oder? Ja. Okay, dann Angriff und Spezialangriff nehmen sich nicht viel.
Okay, warte mal. Da haben wir noch Nojiko, aber Pflanzenattacken gab es, glaube ich, nicht. Okay, ich gucke mal ganz kurz rein, was die da haben. Etwas kaufen. Drachenrute brauchen wir nicht. Kehrtwende brauchen wir auch nicht. Eisenschweif. Könnte man sich überlegen, vielleicht für Dirty Doris oder so? Aber nee. Kaskade wäre sicherlich eine Option, die man in Betracht ziehen könnte. Triplette, Protzer, nee, Hyperstrahl, nee, ist ja geil, aber Spukball könnte man noch überlegen. Ich glaube, ich kaufe mir mal die Kaskade und den Spukball. Ja, bitte. Wir haben ja die Kohle. Jetzt dann gleich nicht mehr. Gut, dass wir nicht noch 10.000 ausgegeben haben. Spukball. Dankeschön. So. Nö, alles cool, Digga. Dann wollen wir das doch direkt mal equippen. TM-Box. Was Kaskade. Einmal für Jerry. Dann vergessen wir natürlich das Siedewasser. Weg mit dem Scheiß. Na gut, Scheiß ist es nicht, aber Kaskade ist besser. So. Und dann hat man noch den Spukball. Hier ist er. Kaidos kann auch Spukball lernen. Das ist schön. Will ich das? Ist die Frage. Gegen Geister wäre es halt schon nicht allzu schlecht. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Biss. Na gut, der Spezialangriff ist aber für den Arsch, ne? Bei Evoli. Das heißt, ist gar nicht mal so geil. Ne, dann behalten wir das einfach für Aiden. Und dann, dann passt das. So, Dirty Doris kann keinen Spukball lernen. Nicht allzu wunderlich, aber wenn, dann würde es eher Nidoqueen lernen können. Und da müssen wir mal gucken. Vielleicht kann es dann später Spukball lernen. So. Dann gehen wir weiter nach oben. Was haben wir denn hier? Eine Switch. Das ist der Game Corner. Alla, hier fühle ich mich zu Hause. Hier, guck mal, wie heißt es? Pokémon, Pokémon Quest hatte ich auch für kurze Zeit auf dem Handy. Also gut, es ist immer noch am Handy, aber spiele ich nicht mehr. Wurde sehr schnell langweilig. Ich muss ganz dringend auf die Toilette. Doch, hier kommt schon ein Kunde. Er kommt auch noch zu spät. Ah, hilf mir doch jemand. Reich mir denn jemand die Hand? In diesem Sinne. Rechte Hand. Wow. Bruder, muss los. Geh du erstmal kacken. Was haben wir hier? Sind wir im vierten Stock? Fragezeichen? Oder dritten Stock? Ich kann nicht zielen. Dude, helfen Sie mir. Willkommen, ich will etwas kaufen. Hier haben wir sie doch. Ein Eisstein kann man sogar auch kaufen. Das heißt, man könnte tatsächlich... Das war die andere Option, die ich meinte. Genau, statt Aiden... Das Alola Vulpix. Das wäre doch richtig geil. Das heißt, ich kaufe mir einfach mal den Blattschein. Einfach, damit wir ihn haben... Dann gebe ich das einfach mal weiter in die Kommentare, diese Frage, ob wir vielleicht ein Alola Vulpix haben wollen, weil es wäre schon geil. Der kann bestimmt auch Spukball lernen, also dann war der Spukball bestimmt nicht umsonst gekauft. vielleicht aber auch nicht, ich weiß es gerade nicht, ob es wirklich Spukball kam. Ist möglich. Und wir haben das Entwicklungsproblem nicht, das Aiden müsste ich tauschen. Und ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Aber es wird, denke ich, nicht das größte Problem sein, glaube ich. Ich weiß echt nicht, wie man tauscht. Pokémon Center vielleicht? Ich weiß gerade nicht, ob das so einfach geht. Ja, schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Alola Vulpix, ja, nein. Dann gucken wir mal. Was ist hier los? Ach, das sind die Accessoires. Hier haben wir Hüte und so ein Scheiß. Kannst einen Fedora haben. Guck mal. Kauf mir den schönen Fedora. Hüte. Sommerhut. Süßer Hut. Eleganter Hut. Was ist jetzt wer? Sommerhut wird der braune, also der nennt man das, der Ocker. Farbe der Hut sein.
Süß wird wahrscheinlich weiß sein und... Oh nein, süß wird rot sein und elegant wird weiß sein. Ja, für Evoli, da könnte man sich eigentlich so einen Sommerhut, könnte man sich schon vorstellen, oder? Wollen wir das einfach mal machen? Tommy, wir kaufen dir einen geilen Hut. Gekauft! Nimm mein Geld! So. Oh, ich gehe einfach mal weiter. Oh Gott. Ich meine, das kann man sich ja noch angucken, aber so ein paar Blümchen im Haar, das geht schon in Ordnung eigentlich. Aber weißt du was, wir equippen einfach mal den Scheiß, den wir gerade gekauft haben, für das wir unser Geld rausgeschmissen haben. Klamottenkoffer. Kann ich den eigentlich auch anziehen? Kopfbedeckungen. Nee, ne? Kann ich nicht. Schade. Na dann. Achso. Ich hätte auch da wechseln können. Kopfbedeckung. Der Sommerhut. Okay, das sieht echt kacke aus. Der hat aber dort anders ausgesehen. Ja, da kann man sich ja wirklich nicht geben. Nimm mein Geld zurück. Gut, dann. Weißt du was? Dann kaufen wir uns einfach ein Blümchen. Fertig. Die werden doch bestimmt nicht so teuer sein, oder? Blümchen. 5000 für ein Blümchen, Alter. Ich mag eigentlich grün, aber das passt nicht so zu unserem Outfit, ne? Rot würde einigermaßen passen. Ja, das war's, ne? Ja, deswegen kaufen wir auch mal rote Blümchen. Für 5000! Was für eine Blume ist das denn? So. Na dann, gucken wir uns das mal an. Klamotten. Accessoires wahrscheinlich, ne? Rote Blümchen. Die sind nicht rot, das ist rot, weiß und lila oder blau, was auch immer das ist. What the fuck? Mann, wie so ein komisches Ganzkörper-Tattoo, das ich plötzlich bekommen habe. Ja, hier, ich möchte ein Blümchen auf meiner Stirn haben und nachher so ein Ganzkörper-Tattoo, das ist klar. Woli, Woli, kann ich starten, neulich auf den Getränkeautomaten. Ja! Ja, komm, schmeiß noch mehr Geld raus, hier, nimm dir ein Wasser. Müsste vielleicht noch, keine Ahnung, Big Mac... Können wir auch noch vorbeifahren. Ja, lass dir schmecken. Ich brauche aber noch eins. Wobei, ich weiß nicht, ob ich ein Tafelwasser brauche oder ob ich jetzt einen Tee brauche. Wie das jetzt hier gehandhabt wird. Für die Wachen. Mal gucken. Ja, Thomas, ich will jetzt sofort das im Getränk nochmal haben. Achso, ja gut. Du gibst ja Geschenke, dann darfst du das haben. Hier einmal Tafelwässerchen. Cool, Tafelwasser. Was ist das? Kriegen noch Reflektor und wahrscheinlich... Bodyguard? Ich weiß gerade nicht. Bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall kaufe ich nochmal alle drei, wenn ich einen Tafelwasser noch übrig habe. So, einen Sprudel. Sieht eigentlich mit der Zeit aus. Limo. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Ich habe keinen Durst. So, dann bitte... Ja... Sprudel. Cool, Sprudel, das finde ich der Reflektor. Dankeschön. Aber lade mich bitte nicht voll. Ich will einfach nur die Geschenke absahnen. Weil ein Reflektor für 300 Pokédollar oder so ist schon geil. Cool, aber lade. Das Schutzschild, okay, ja gut. Ist auch okay. So. Was ist mit dir, Dude? Meine Schwester ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie ein unglaublicher Quellgeist sein. Das macht mich manchmal ganz verrückt. Ja, das ist schön. Wir haben einen dicken Dude. Oh, ich wandere wie mir. Ist einfach Blut oder Berg-Orte zu erklimmen. Eigo-Szenal. Alles Klärchen. So. Na dann. Haben wir das ja geschafft, ne? Theoretisch können wir auch den Lift benutzen, aber wir laufen einfach. Wir sind sportlich. Hä?
Ja, okay, gut. ja, haben wir erfolgreich Geld verschwendet für nichts und wieder nichts. Das einzige Sinnvolle, was wir gekauft haben, war die Kaskade. Ja, gut. Nicht wahr? Smo. Ja, genau. Du mich auch. Dann war es das schon mit der Stadt, oder? Ja, scheinbar, ne? So, da unten haben wir die Arena. Ich würde sagen, wir könnten einfach mal da reingehen, oder? Man, warum nicht? Aber dazu müssen wir zuerst hier runterkommen. Das heißt, hier müsste irgendwo unser Schneiderbüschchen sein. Da ist es doch. Mama kaputt. Ja! Wusch! Magic. Okay. Was auch immer die da macht. Ich finde es übrigens cool, wie Kadabra hier so rumschwebt. Mit seinem dicken Schwamm. Hi. Hey, die Sache da ist toll. Sie ist voller starker Trainer. Du hast früher was anderes gesagt, Dude. Aber na schön. Puma-Arena von Prismaner City. Erika, die Prinzessin mit dem grünen Daumen. So, so. Du willst also unsere eine der Trainer Erika herausfordern? Dann solltest du wissen, dass wir nur Trainer mit niedlichen Pokémon in die Arena von Prismania City lassen. Lass mich doch mal sehen, ob du eins hast. Ja, Evoli natürlich. Warum ist Evoli denn bitte nicht niedlich? Ist das ein Evoli? Das ist vielleicht das niedlichste Pokémon aller Zeiten! Hat man doch eh gewonnen, weil man Pikachu oder Evoli hat, die sind noch beide niedlich. Darf ich es streichen? Bitte, bitte, bitte! Warum hast du mir jetzt den Arsch hingestreckt? Hat das eine nähere Bedeutung? Oh, das fühlt sich einfach wunderbar an. Am liebsten würde ich es den ganzen Tag nur streicheln. Ich schätze, du hast die Bedingungen erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Da will ich mal nicht so sein und dich reinlassen. Ja, danke. Pokémon Arena von Prismaner City. Arenaleiterin Erika. Anerkannte Trainer, natürlich blau. Wer hätte es gedacht? Und wir wissen immer noch nicht, welcher Blau das ist. Gut. Na dann. Wollen wir doch mal gucken. Hier haben wir eine Trainerin. Eigentlich sollten wir sowieso alle Trainer mitnehmen, ne? Von daher, let's go! So sieht man sich wieder. Jetzt zeige ich dir mal, wie niedlich meine Pokémon sind. Okay. Na dann, hau raus! Hau rein! Gyre Helene. Helen. Helene. Was auch immer. Los, Jerry! Achso, ich habe Gyarados vorne. Ich habe gerade gedacht, ich hätte Aiden vorne. Aber egal! Ist auch okay. Wir machen einfach eine Drachenroute. Ne, das, wenn dann Bissis. Oder Kopfnuss, Kopfnuss. Also hier, Kopfnuss. Kopfnuss klingt gut. Putz. Nüsse sind immer gut. Mega sauger. Das war gar nicht mal so wenig Schaden. Für ein kleines Mirapla. Aber ich glaube, Megasauger wurde gebufft, oder? Ich glaube, in Let's Go hat Megasauger die Stärke von Gigasauger. Und Gigasauger gibt es nicht mehr. Glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Was war das? Toxin? Dude. Stop it. Das ist nicht cool. Ich will das nicht. Dreckiges Mirapla. So, müssen wir gleich mal ein Gegengift verwenden hier. Das geht ja gar nicht. Und ich sollte nicht Cherry trainieren, weil Cherry werde ich in der Arena eh nicht benutzen. Sondern die anderen. Und ich muss gerade mal gucken. Erika ist Level 34. Mit 3 Pokémon. So, deswegen. Cherry, bewegen bitte. So, kommst du einfach mal. Ja, Keksi und Aiden. Und Kaitos natürlich. Werden vor allem gebraucht. Das heißt, wir werden erstmal Aiden einsetzen. Habe ich vielleicht ein Gegengift? Einfach nur, um sicher zu gehen, falls ich dich trotzdem einsetzen muss. Gegengift. Dankeschön.
Na, Bärchen hier. Schluck, Cherry, schluck. So. Achso, kann man einfach. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie. Irgendwie Schalter, also spezielle Büsche, die man irgendwie mit Schalter oder so umdingsen kann, aber nee. Alles cool. Dann mach mal weg hier. Die Sau. So, was haben wir hier? Hier geht's einfach wieder an den Anfang. Wunderbar. Dann mach mal dich platt. Hi. Oh, Besuch. Du kommst mir gerade recht. So langsam wird mir nämlich langweilig. Das ist schön, dass ich dir die Langeweile vertreiben kann. Ich bin aber nur auf Erfahrungspunkte aus. Loretta. Also gib mir dein Owei und stopf es. Mamul. Von Aiden. Da können wir eigentlich... Moment, das ist gerade ein bisschen blöd. Was ich jetzt... Aber ich habe den Spruchball. Easy game, easy life. Der Owei ist ja auch schon Psycho, oder? Das ist nicht nur Platz. Ja. Wusste ich's doch. Stachelspure. Ja, gut. Nervig ist es schon mal. Das können wir abhaken. Machen wir nochmal einen Spukball. Wir sind immer noch schneller, kommen durch und putz. Aber man muss sagen, es sieht schon recht gut aus. Also ich meine jetzt die Grafik hier, ne? Ungeachtet von den Kack-Lags und so, die es die ganze Zeit hat. Oder Verzögerung, Latenz, was auch immer. Das darf doch nicht wahr sein. Aber es sieht schon echt mega gut aus. So. Dann gucken wir doch mal, ob wir auch noch ein paar Heiler haben. Haben wir. Kriegst du. Bitteschön. So. Bam, bam, ba, la, 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 la. Wobei ich mich gerade frage, ob es sinnvoll ist, Aiden zu trainieren. Vor allem, weil ich ja noch nicht weiß, ob wir Aiden austauschen. Gegen Evoli. Evoli. Gegen Vulpix. Egal, komm. Kämpfen wir einfach mal mit Aiden. Stopp! Habe ich dich vorhin nicht dabei erwischt, wie du meinen Kampfstil ausspiriert hast? Den Kampfstil? Was laberst du? Bam, bam, Picknickerin Tina. Ein Dufloor. Die haben alle nur ein Pokémon. Kein Problem. Aiden, kriegen wir das hin. So, Psystrahl. Okay, es hält aber gut was aus. Schlafpuder ist nicht so geil, aber hat eh verfehlt. Wunderbärchen, da können wir das auch niedermähen. Putz. So. Dieser Kampf hat mir die Augen geöffnet. Okay. Das freut mich. Freut mich wirklich sehr. Hi. Habe ich gar nicht gesehen. Lauf noch langsamer. Das Gute am Pflanzen-Pokémon ist, dass sie so leicht zu trainieren sind. Schau dir doch mal an, wie gut ich meine trainiert habe. Okay. Wenn du das sagst, Roberta. Mirapla, okay. Mit krassen Headbangs. Krasse Zwiebel auf 29. Ja. Kann mir aber eigentlich egal sein. Mal gucken, ob wir das one-hitten können. Wahrscheinlich knapp nicht. Ja, wenn Dufler das so gut überlebt. Und Giftbruder. Schönen Dank auch. So, vergiftet. Aber kein Problem. Ist immerhin keine schwere Vergiftung. Heißt, wir können ganz gemütlich drin bleiben. Putzi die Putz. Bam, bam, badam. Miau. So, Level 28 für Aiden. Wunderbärchen, ganz viel Initiative dazu, das gefällt mir. 67 Spezialangriff. Wunderbar.
So. Ultrigaria, okay. Ich möchte eigentlich mal wechseln und einfach mal Kixi einsetzen. Warum nicht? Nicht nur die ganze Zeit hier Aiden, sondern auch mal ein bisschen Kixi-Action. Die strebt ja auch langsam auf das Entwicklungslevel zu. Ne, darf man nicht vergessen. Die ist jetzt dann bald auf 30 und dann geht es nicht mehr so lange und dann kommt da was Heftiges dabei rum. Flupp. Brauchen auch mal was Besseres als Glut. Es macht zwar extrem viel Schaden, aber überleg mal, wie das aussieht, wenn man einen Flammenwurf hätte. Meine Güte, da würde die Luzi abgehen. So, flupp. Aber ist Ultrigaria auch down gemacht. Jetzt kriegst du noch ein Level oder so? Ja, kann ich, ja, tatsächlich Level 30. Perfekt. So, Spezialangriff auf 79. Das ist doch was sehr Schönes. Initiative auch nicht schlecht. Wir sehen hier Roberta. Roberta. Okay, gehen wir weiter. Bleiben die Sträuche zerschnitten? Das wäre ganz reizend. Wenn ich die nachher nicht nochmal machen muss, wenn ich kurz heile im Pokémon Center. Das wäre echt nicht so schlecht. Ich glaube, da rechts würde es wieder zurückgehen. Aber da ist nichts mehr. Hier haben wir Erika. Dann haben wir noch mehr. Ja gut, wie sieht es mit der Zeit aus? Ich glaube, es... Ja... Da kommt ein bisschen Mama noch. Mama noch den Kampf, Mama noch. Komm, und dann beenden wir den Part. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsspeise? Willst du gegen mich kämpfen? Ja. Lieblingsfarbe grün. Speise, ich esse alles. Keine Ahnung. Ich glaube, früher war es mal Lasagne, aber nicht so wirklich. Keine Ahnung. Was ist denn meine Lieblingsspeise? Ja, echt keine Ahnung. I don't know. So, hier haben wir Säure. Aua, das tut weh. Aber kriegen wir hin. Da hat Duflo auch down. Und dann ist auch gut, dass wir direkt schon wieder zurückgehen, denn Aiden geht's nicht so gut. So. Wurde besiegt. So, na, das läuft ja klasse. Ja, finde ich auch. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, beenden wir langsam den Part. Ich werde gerade mehrere Parts nacheinander aufnehmen. Weiß noch nicht, wie viele. Aber auf jeden Fall ein paar. Moment, da konnte ich doch lang, oder? Ja, und dann würde ich sagen, heile ich mich kurz, komme wieder zurück in die Arena und dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder, wo wir aufgehört haben. Ja, und dann würde ich sagen... Bis dahin, macht's gut, Leute. Und tschüss.